hier mit einer Fischerspritze. Angefangen haben wir mit einem Spritzbrühbehälter, den wir hier haben. Wir fangen oben an mit einem Einfüllfilter für Einfüllen von der Spritzbrühe, die hier oben innen sich befindet. Wir gehen dann nachher. Jetzt kommen wir zum Anschlugfilter, der sich hier drin oben befindet. Wo die Spritzbrühe durch den Filter läuft, auf die Pumpe achten. Wir gehen vorne zur Pumpe. Wir haben hier eine Membranpumpe mit ölhydraulischer Abstützung. Mit einem Windkessel auf der Seite verhindert das Pulsieren beim Spritzdruck. Zwischen 3 und 5 Bar haben wir hier drinnen. Ist wichtig, dass es sicher Anfang Saison mindestens kontrolliert wird. Auf der anderen Seite haben wir noch den Öltank. Antrieben wird die Pumpe über die Gelenkwelle. Die Sprühflüssigkeit kommt hoch über die Leitung, über das Manometer, respektive über einen Membranregler, wo der Druck, den wir hier haben, wo der Druck regelt, wenn wir die einzelnen Gruppen ab- oder zuschalten. Wir gehen achten auf vom Manometer achten auf einen Druckfilter, der zwischen der Pumpe und der Armatur sich befindet. Er ist auch zugleich der feinste Filter auf dem ganzen Gerät. Wir haben dann einen Rücklauf, gleichzeitig auch das Rührwerk, ist der Schlauch, der zurück in den Tank geht, der unten nachher auch die Sprühflüssigkeit aufrührt. Was wir auch noch dazu schalten können, ist die Spritzpistole, sprich das Gun, das man hauptsächlich braucht im Obstbau, für Bäume zu spritzen. Was wir zur linken Seite haben, ist der Holzhahn, für die Sprühflüssigkeit anzuleiten auf die einzelnen Sektorenschaltung. Und die Zuleitung, wo der überschüssig Sprühe um in den Tank zurückgeht, die man nicht braucht. Und der Rest wird hinten geleitet auf eine Spritzbalken, wo wir hier hinten haben. Hier haben wir einen Spritzbalken ohne Hangausgleich. Am Spritzbalken selber haben wir dann noch den letzten Filter. Der befindet sich in den Düsen, den sogenannten Düsenfilter, den wir hier innen noch einmal genau sehen. Der sozusagen auch der letzte Filter ist im ganzen System. Was wir auf der Spritze auch noch haben, ist ein Frischwassertank zum Spülen von Spritzen auf dem Feld. Unten sehen wir noch die Beleuchtung von Spritzen, die wichtig ist, wenn das Anbaugerät Spritzen am Traktor hängen, sieht man die Beleuchtung vom Traktor vorne nicht. Und somit brauchen wir hinten auch die ganze Lichtanlage. Einfüllfilter für Einfüllen von der Spritzbrühe, die hier oben innen sich befindet.
kommen wir zum Anflugfilter, der sich hier drin oben befindet. Vom Manometer nach auf einen Druckfilter, der zwischen der Pumpe und der Armatur sich befindet. Er ist auch zugleich der feinste Filter auf dem ganzen Gerät. Der letzte Filter, der befindet sich in der Düse, der sogenannte Düsenfilter, wo wir hier innen noch einmal genau sehen. Wo er sozusagen auch der letzte Filter ist im ganzen System.